Welcome, ladies and gentlemen, to the very first underground music session. We are here live at the Collegium Hungaricum. I want to take this opportunity to thank the Collegium Hungaricum for letting us play here. I hope you enjoy the music. I don't want to speak too much here, because as we all know, music speaks way more than words can say. There's a donation link underneath the video. Don't feel obliged, but if you have anything to spare, obviously, me and the band would greatly appreciate it. So without further ado, ladies and gentlemen, City of Silence. Weit, weit weg, fern von allen Küsten und Häfen, liegt die Stadt der Sirenen. Wenn du aufs Meer hinausblickst und ganz still bist, kannst du manchmal ihre Gesänge hören, wie eine weit entfernte Kirchturmglocke. Du solltest dich aber hüten, allzu genau hinzuhören, denn wie jedermann weiß, ist der Gesang der Sirenen gefährlich. So far away, hey,
Es war einmal ein armes Fischermädchen. Das hatte weder Mutter noch Vater. Das Einzige, was sie von ihren Eltern geblieben war, war das kleine Fischerboot, mit dem sie jeden Tag aufs Meer hinausfuhr. Wie alle anderen Fischerleute wusste auch sie ganz genau von den Legenden der Sirenen und wie gefährlich es war, ihren Gesängen zu lauschen. Doch jeden Tag entfernte sie sich ein Stückchen weiter von der Küste. Die Sehnsucht in ihr wurde immer größer, bis sie sich schließlich nichts inniger wünschte, als den schönen Klängen so nahe wie möglich zu sein. Sie musste die Sirenen finden. Und so packte das Mädchen eines Tages all ihre Habseligkeiten zusammen und stach in See. Das Küstendorf, das sie ihr Leben lang gekannt hatte, verschwand hinter dem Horizont. Wer den Gesängen der Sirenen folgte, kehrte nie wieder zurück. Das wusste sie. Ob es wohl die anderen Fischer merken würden, wenn sie auf einmal fehlte? Ein dichter Nebel hatte sich gebildet. Nun würde sie gewiss nicht mehr zurückfinden. Dem Mädchen kamen die Tränen. Fisher girl, you're lost and lonely. Fisher girl, you'll die at sea. Fisher girl, you'd fare much better if you took advice from me. Armes Fischermädchen, hörte sie plötzlich eine zarte Stimme sagen. Ganz allein auf hoher See. Weißt du denn, wo du hin willst? Das Mädchen blickte sich um, doch im Nebel konnte sie nicht erkennen, woher die Stimme kam. Fisher girl, things ahead are way more dangerous than you think. An ocean full of wicked creatures will cause your little boat to sink. Du musst mir nicht antworten. Ich weiß, warum du hier bist. Du suchst nach der Stadt der Sirenen. Habe ich recht? Das Mädchen zog ihren verschlissenen Mantel stärker um sich. Es war plötzlich sehr kalt geworden. Wer bist du? Fragte sie leise. Eine dunkle Gestalt auf einem Kahn erschien vor ihr. Keine dumme Frage, Fischermädchen. Verrate dir ein Geheimnis, Fischermädchen, sagte der Fährmann. Ich kann dir helfen zu finden, was du suchst. Obwohl er gut 3 Armlängen entfernt stand, schien es so, als würde er ihr ins Ohr flüstern. Auf deinem Weg gibt es 3 Tore, die du durchqueren musst. Jedes dieser Tore wird von Kreaturen der See bewacht. Eine mächtiger als die andere. Du würdest bestimmt auf deiner Reise zugrunde gehen. Doch ich sagte, ich könnte dir helfen. Er streckte seine blasse, knöcherne Hand nach ihr aus. Ich habe 3 Geschenke für dich. Sie werden dir auf deiner Reise noch sehr nützlich sein. Wirst du sie annehmen? Das Mädchen zögerte. Ihre Eltern hatten sie immer gewarnt, sich vor solchen Gestalten zu hüten. »Du traust mir wohl nicht, Fischermädchen«, sagte der Fährmann. »Deinen Namen hast du mir auch noch nicht verraten.« »Einen Namen gibt man nicht voreilig her«,
erwiderte sie knapp. Der Fährmann lachte leise. A fisher girl, I can tell. Your fisher parents taught you well. Don't tell your name, don't leave the bay. And yet they couldn't make you stay. And they had all that good advice, yet found the graves out in the sea. If you ignore the things I say, so will you eventually. Du brauchst offenbar noch etwas Bedenkzeit, sagte der Fährmann. Ein Sturm zieht auf, Fischermädchen. Du wirst meine Geschenke schneller brauchen, als dir lieb ist. Und mit diesen Worten verschwand er im Nebel. Donnerschlag dröhnte dem Mädchen in den Ohren und ihr Boot wurde heftig hin und her geschleudert. In der Ferne konnte sie eine Insellandschaft ausmachen. Sie steuerte auf sie zu, um sich in Sicherheit zu bringen. Je mehr sie sich den Inseln annäherte, desto lauter wurde der Donner. Es klang, als ob zwei riesige Gebirgsmassen aufeinanderprallen würden, wieder und wieder. Plötzlich konnte sie noch etwas anderes wahrnehmen. Polternde Stimmen, markerschütternd und nicht von dieser Welt. Who is the mightiest giant, keeping the sky off the ground? Only the mightiest keeps the sky from falling down. The sky is carried by the strongest storms around. Only the mightiest keeps the sky from falling down. Only the mightiest keeps the sky from falling down. Meine Stürme sind die mächtigsten. Nur dank mir fällt uns allen nicht der Himmel auf den Kopf, hörte sie es rufen. Deine Stürme könnten nicht einmal eine Möwe in der Luft halten, du Kieselstein, dröhnte es zurück. Konnte das sein? Das Fischermädchen kniff die Augen zusammen und musste schlucken. Das waren keine Inseln. Das waren Felsriesen, die Wächter des ersten Tores. Wen nennst du hier Kieselstein? Ich werde dich zermalmen! Mighty as a
the mountains, as forceful as the sea. Keep those storms from running, come stronger than titans are we. Who is the mightiest giant, keeping the sky from the ground? Only the mightiest keeps the sky from falling down. Felsriesen waren gewaltige Lebewesen aus Stein, so groß wie Berge. Ihre Hiebe lösten Stürme oder sogar Orkane aus. Laut den Legenden waren Felsriesen nicht besonders klug, dafür aber sehr streitlustig. Schon seit Tagen stritten sie sich darüber, warum der Himmel nicht auf die Erde fällt. Schließlich waren sie sich einig, dass es der stärkste Sturm des stärksten Felsriesen war, der den Himmel in der Luft hielt. Nur, wer von ihnen war der stärkste? We don't mount the soldiers and we don't mount the kings. Hear the roaring thunder, we can defeat anything. Who is the mightiest giant, keeping the sky on the ground? Only the mightiest keeps the sky from falling down. Müsste bereits längst zerstampft worden sein. Doch die Riesen schienen sie gar nicht zu bemerken. Das Tor war ein gewaltiger Bogen aus rohem Stein. Das Fischermädchen steuerte vorsichtig darauf zu. Halt! Hörte sie es ohrenbetäubend rufen. Ihr Boot wurde ruckartig in die Höhe gehoben, bis das Fischermädchen den Riesen direkt in ihre kalten Steingesichter blicken konnte. Ein Eindringling, rief ein Riese. Wir sollten ihn verschlingen! Das Mädchen geriet in Panik. Sie musste sich etwas einfallen lassen. Und zwar schnell. Ihr könnt mich nicht verschlingen! Die Riesen lachten laut und schallend. Wir sind mächtige Felsriesen. Wer bist du, dass du glaubst, über uns befehlen zu können? Wie könnt ihr nicht wissen, wer ich bin? Rief das Mädchen. Wo ich doch dafür sorge, dass uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Die Riesen waren für einen Moment ganz verdattert. Du mickriges kleines Ding willst uns sagen, dass du stark genug bist, um den Himmel zu tragen? Riefen die Riesen. Und ob ich das sage? Von euren Stürmen wird der Himmel ganz rissig und brüchig. Ich muss jeden Morgen mit einem meiner Seile hinaufklettern und mit meinen Netzen die lockeren Stücke im Himmel festmachen. Ohne mich würde der Himmel mit Sicherheit bald hinunterfallen. Lighter than a feather, I climb up oh so high. Keep it all together, I'm fixing the holes in the sky. None of the giants of stone is keeping the sky from the ground. Only a fisher girl keeps the sky from falling down. Die Riesen raunten ehrfurchtsvoll, schienen aber noch etwas ungläubig. Hast du denn noch einen Beweis für deine Behauptungen? Rief ein Riese. Das Fischermädchen nahm sich etwas aus ihrem Umhang. Es war in ein weiches, dunkles Tuch gewickelt. Selbstverständlich. Ich würde noch nie solche ungeheuerlichen Behauptungen aufstellen, wenn ich keinen Beweis dafür hätte, rief sie. Mit viel Gehabe löste sie den Gegenstand aus dem Tuch. Es war ein einfacher Handspiegel. Seht her! Ein Stück vom Himmel! Sie hielt den Spiegel genau so, dass er die Wolken spiegelte. Ein Stück vom Himmel! Tatsächlich! Riefen die Riesen. Alles, was sie sagt, muss wahr sein! None of the giants of stone is keeping the sky from the ground. Only the fisher girl keeps the sky from falling down. She brings a piece of sky she found. Only the fisher girl keeps the sky from falling down. Only the fisher girl keeps the sky from falling down. The sky from falling down. Die Riesen ließen ihr Boot behutsam wieder hinunter und berieten sich. Himmelsträgerin, wir haben uns entschlossen. Wir werden dich passieren lassen, wenn du uns dieses Stück vom Himmel dalässt. Ich nehme euer Angebot an. Yeah! Während die Riesen
Riesen noch jubelten und feierten, segelte das Fischermädchen zum ersten Tor. Nur noch ein kleines Stückchen. Sie war schon fast da. Du hast den Himmel zerbrochen, hörte sie ihr schreien. Einen Moment war es ganz still. Dann fielen die Felsriesen übereinander her, um sich zu prügeln. Das Fischermädchen spürte, wie ein Orkan aufzog, und diesen würde sie gewiss nicht überlegen. Sieht so aus, als könntest du meine Hilfe gebrauchen, Fischermädchen. Sie blickte sich nach der vertrauten Stimme um. Der Fährmann war aus dem Nichts zwischen den Wellen erschienen. Ich könnte dir eine günstige Strömung schenken, die dich weit von hier fortträgt. Nur leider gibt es da eine Sache. Natürlich, es gibt einen Haken, dachte sich das Mädchen. Dein Boot ist zu schwer. Ich fürchte, du musst Ballast abwerfen. Dann kann ich dir helfen. Das ist alles? Fragte sie. Sie packte ihr Hab und Gut zusammen und warf es über Bord. Das ist alles, antwortete der Fährmann. Sie spürte, wie eine heftige Woge ihr Boot ergriff, und schon fegte sie davon. Und so kam es, dass das Fischermädchen das erste Geschenk des Fährmanns annahm. Der Fährmann hatte nicht zu viel versprochen. Die Strömung trug das Mädchen sehr schnell, da sie der Wind ins Gesicht peitschte, und sie segelte weit, weit weg von den Stürmen der Felsriesen. Jetzt, wo sie das erste Tor durchquert hatte, konnte sie den Gesang der Sirenen noch viel deutlicher hören. Sie verging beinahe vor Sehnsucht nach ihnen. Die Luft war warm geworden, viel wärmer, als sie es gewohnt war. Manchmal machte das Fischermädchen auf kleinen Inseln Halt. Die Pflanzen und Tiere dort waren ihr fremd. Sie versuchte, sich anhand der Sterne zu orientieren, aber es gab zu viele Sternbilder, die sie nicht erkannte. Sie war schon viele Stunden auf dem offenen Meer unterwegs, als sie es spürte. Das zweite Tor. Es musste ganz in der Nähe sein. Nur wo? Weit und breit war nur die glänzende Meeresoberfläche zu sehen. Nicht verloren, nur verborgen, hörte sie sich denken. Komm, steig ins Meer herab. Das Fischermädchen erschrak. Da war eine Stimme in ihrem Kopf, aber es war nicht die ihre. Wer bist du? Dachte sie. Und wie ist es möglich, dass ich dich hören kann? Hab keine Angst, mein Kind. Ich bin die Wächterin des zweiten Tores, sagte die Stimme. Wenn du dich mir stellen willst, musst du zu mir herabtauchen. Ich kann nicht unter Wasser atmen, dachte das Mädchen. Mach dir darum keine Sorgen, sagte die Stimme. Solange du mein Gast bist, wird auch das Meer dir Gastfreundschaft erweisen. Das Mädchen schloss die Augen und sank in die Meerestiefen hinab. Dive down below.
Als sie die Augen öffnete, fand sie sich in einem Wald aus Unterwasserpflanzen wieder. Schön, dass du hierher gefunden hast, Nim, sagte die Stimme. Woher kennst du meinen Namen? Fragte das Mädchen. Mein Leib erstreckt sich über die 7 Weltmeere. Was der Ozean weiß, weiß auch ich. Ich habe von dir gehört, sagte das Fischermädchen. Du bist die große Schlange des Meeres. So werde ich genannt. Sag mir, was erzählt man über mich? Fragte die Stimme. Du bist gefährlich, sehr gefährlich. Kaum jemand hat die Begegnung mit dir überlebt. Und trotzdem kommst du zu mir. Warum, Nem? Das Mädchen antwortete nicht. Es ist wahr, Nim. Oft vernichte ich Abenteurer, die sich zu mir wagen, sagte die Schlange. Die 3 Tore führen nicht jeden an sein eigenes Ziel. Doch nicht jedes Ziel will gefunden werden. Führen mich die Tore denn nicht zu den Sirenen? Fragte das Mädchen. Ja und nein. You came to me to find the secret of the sirens. Come face the power of the unter ihren Füßen begann zu beben und sie verlor den Halt. Unter ihr kamen große, glänzende Schuppen zum Vorschein, so dunkel wie die Nacht. Dann gab es einen Ruck und das Fischermädchen wurde durch das Wasser geworfen. Inmitten des aufgewirbelten Sandes erschienen 2 leuchtend gelbe Augen, so groß wie Wagenräder. Ich werde dir ein Rätsel stellen. Beantwortest du es richtig, lasse ich dich durch das 2. Tor gehen. Beantwortest du es allerdings falsch? Die schlitzförmigen Pupillen zogen sich zusammen. Wirst du mich töten? Fragte das Mädchen. Das wird sich noch zeigen, sagte die Schlange. Nicht sichtbar bin ich für die Welt, doch werde ich von ihr stets gemieden. Selbst wenn du nicht an mir zerschellst, kannst du mich niemals ganz besiegen. Die Weisheit bringe ich mit mir, die sich nur kaum vom Wahnsinn trennt. Drum sag mir, Kind, was denkst du dir?
bei welchem Namen man mich nennt. Das Fischermädchen musste nur kurz überlegen. Schmerz, sagte sie. Das ist richtig, sagte die Schlange und biss zu. Zerriss in tausend Teile. Wie heißes Pech zog sich das Gift durch ihre Adern. Es flüsterte ihr ununterbrochen zu, während es sich durch ihren Körper fraß. Sie sah die Gesichter ihrer Eltern. Sie sah ein Tor aus Wasserpflanzen. Sie sah 100 Paar glühende Schlangenaugen, die sie anstarrten. Ich verliere den Verstand, dachte das Mädchen. So geht es also mit mir zu Ende. In Fetzen gerissen und vom Meer verschlungen. Sie wusste nicht mehr, wie sie an die Oberfläche gelang. Fährmann, dachte sie, bitte hilf mir. Sie meinte, in der Ferne verschwommen, seine Gestalt wahrnehmen zu können. Soll ich deinen Schmerz nehmen? Fragte der Fährmann. Es war ihr nicht mehr wichtig, ob sie lebte oder nicht. Alles, was sie wollte, war, diese Qualen nicht mehr zu spüren. Sie konnte nur kaum merklich nicken. Und so kam es, dass das Fischermädchen das zweite Geschenk des Fährmannes annahm. Im fiebrigen Zustand zwischen Traum und Wachsein trieb das Fischermädchen durch die Wellen. Vielleicht vergingen Jahre, vielleicht verging kaum ein Augenblick, sie wusste es nicht. Doch schließlich wurde sie an einen Strand gespült. Sie war auf der Insel der Nymphe Kalypso angelangt. Feels
Auf Kalypsos Insel schien die Zeit stillzustehen. Die schöne Nymphe kannte viele Geschichten. Manche waren sehr kurz, andere brauchten fast eine Woche, um erzählt zu werden. Nem hörte immer gebannt zu. Love that sees what's inside you. Love that frees is here to guide you. Love like you have never known. Love that takes you. Bist du ganz alleine auf deiner Insel? Fragte das Mädchen eines Tages. Manchmal habe ich Besucher, aber keiner bleibt. Wie kann man nicht bei dir bleiben wollen, Kalypso? Kalypso lächelte traurig. They try to find the song while I try to Manchmal bat Kalypso sie, auch ihr eine Geschichte zu erzählen. Es war einmal ein Fischermädchen, das hatte Eltern, die sie beide sehr liebten, begann das Mädchen. Sie brachten ihr das Fischerhandwerk bei und jeden Tag fuhren sie gemeinsam aufs Meer hinaus. Sie stockte. Kalypso nahm sie in den Arm. Die Wirkung des Schlangengiftes musste schon lange nachgelassen haben. Und doch fühlte das Mädchen sich seltsam taub. Kalypso strich ihr über die Wange. Was hast du, Nem? Ich fühle nichts von deiner Wärme, Kalypso. Ich fühle weder das Gras unter meinen Füßen, noch den Wind auf meiner Haut. Du hast dich auf den Fährmann eingelassen. Sie nickte. Du bist die Hüterin des dritten Tores, nicht wahr?
fragte das Mädchen die Nymphe. Ich habe gehofft, dass mir noch ein bisschen Zeit bleibt, bis du mich durchschaust, antwortete sie. Dann weißt du auch, warum ich hier bin. Nem, meine Liebste, ich kann nicht zulassen, dass du meine Insel verlässt. Du hältst mich hier gefangen? Kalypso schwieg für eine Weile. Nein, das kann ich dir nicht antun. Sie überlegte. Hör zu, Nem. Ich werde dir helfen, ein Floß zu bauen. Ich werde dir alles zur Verfügung stellen, was du für die Reise brauchst. Aber am Tag, an dem du in See stichst, werde ich nach dir rufen. Wenn du dich kein einziges Mal nach mir umdrehst, werde ich dich gehen lassen. Der Tag war gekommen, an dem das Mädchen aufbrechen musste. Die Strömung war ihr günstig gelegen und würde sie wohl weit davontragen. Sie klammerte sich an ihrem Floß fest. Nem! Sie musste alle Kraft zusammennehmen, um sich nicht umzudrehen. Kalypso rief nach ihr, schrie nach ihr. Ihre Schreie ließen Nems Herz in der Brust zerreißen. Ich brauche den Fährmann, dachte sie sich. Da sah sie schon die bekannte Gestalt in den Wellen. Es ist schon eine merkwürdige Angewohnheit der Menschen, alles zu benennen, nicht wahr? Sagte er als Gruß. Und nun sieh an, wie dein eigener Name dich gefangen nimmt. Nem ballte die Fäuste. Ich weiß, dass du mir helfen kannst, Fährmann, rief sie. Ich bin ein sehr hilfsbereites Wesen. Wieder hatte sie das Gefühl, seine Stimme wäre viel näher, als sie sein dürfte. Du hast keinen Namen, richtig? Fragte sie. Der Fährmann setzte ein Lächeln auf, das ihm am liebsten wieder vom Gesicht gefegt hätte. Ein Name kann eine Schwäche sein, meinte er. Noch immer rief Kalypso nach dem Fischermädchen. Heiser, verzweifelt, aber unbeirrt. Sie schluckte. Bei unserer ersten Begegnung sagtest du, du hättest drei Geschenke für mich. Eines für jedes Hindernis, auf das ich stoße. Und so wie ich dich kenne, Fischermädchen, hast du sicher bereits erraten, was mein drittes Geschenk für dich ist. Nicht wahr? Du nimmst mir den Namen. Richtig. Durch den heulenden Wind war Kalypso's Stimme kaum noch auszumachen. Nem wollte nichts lieber, als noch einen allerletzten Blick auf ihre Gestalt zu erhaschen. Sie atmete tief durch. Fährmann, sagte sie, bitte nimm mir meinen Namen. Wenn es das ist, was du willst, Nem, er lächelte spöttisch, dann folge mir durchs dritte Tor. Und so kam es, dass das Fischermädchen das dritte Geschenk des Fährmanns annahm. Willkommen am Ende der Welt, sagte der Fährmann. Mitten in den Wellen klaffte eine Schlucht. Wasser stürzte geradewegs in die bodenlose Tiefe, ohne Rücksicht auf die Gesetze der Natur. Wo sind die Sirenen? Fragte das Mädchen. Der Wind heulte. Die Sirenen führen dich immer zu dem, was du dir am sehnlichsten wünschst, sagte der Fährmann leise. Dieser Ort hier ist der Abgrund des Vergessens. Siehst du, wie hier selbst das Wasser vergisst, dass es Wasser ist?
Seine Augen glänzten merkwürdig. Er schien seinen Blick nicht von der Schlucht abwenden zu können. Wenn ein Mensch in diesen Abgrund hineinfällt, werden alle Erinnerungen an ihn ausgelöscht. Es ist so, als hätte er nie existiert. Noch immer starrte er gebannt auf den Abgrund. Warum hast du so schnell deine Besitztümer aufgegeben? Oder deine Empfindsamkeit? Oder deinen Namen? Du wolltest vergessen werden. Wenn ich ganz vergessen bin, sagte das Mädchen mit brüchiger Stimme, was geschieht dann mit mir? Etwas ganz Wundervolles, hauchte er. Deine letzten Fesseln lösen sich und du wirst frei, ganz und gar frei. Und manchmal wählt der Abgrund jemanden aus. Er kann dich zu einem Wesen von unbegreiflicher Macht werden lassen, wenn du dich als würdig erweist. Langsam dämmerte es dem Mädchen. Du wirst zu einem Fährmann. Richtig, rief er. Du bist klug, Mädchen ohne Namen. Klug und gerissen. Verstehst du, dass das deine Bestimmung ist? Nein, nein, das konnte nicht wahr sein. Sie war verbissen dem Gesang der Sirenen gefolgt. Sie war sich sicher gewesen, dass alles anders werden würde, wenn sie zu ihnen fand. Nun war sie noch verlorener, als sie es sich je hätte vorstellen können. Sie sah zum Abgrund und spürte den Sog, der von ihm ausging. Der Fährmann wurde langsam ungeduldig. Du scheinst mir nicht ganz glauben zu wollen, dass ich es gut mit dir meine, Fischermädchen. Ich bin dein Freund, weißt du nicht mehr? Er wandte ihr sein Gesicht zu. Keine Spur von Wärme war darin zu erkennen. Oder brauchst du etwa eine Erinnerung daran, wo du ohne mich wärst? Ah! Gleißender Schmerz fuhr durch das Mädchen hindurch. Sie war sich sicher, sie würde gerade bei lebendigem Leib verbrennen. Sie konnte sich kaum rühren. Der Schmerz schlug von allen Seiten auf sie ein. Es war einmal ein Fischermädchen, das hatte Eltern, die sie beide sehr liebten, spottete der Fährmann. Seine Stimme dröhnte tausendfach verstärkt in ihren Ohren. Sie brachten ihr das Fischerhandwerk bei und jeden Tag fuhren sie gemeinsam aufs Meer hinaus. Hör auf! Bitte hör auf! Flehte das Mädchen. Sie wollte die Augen schließen und alles ausblenden. Aber nun stürzte eine unaufhaltsame Flut an Bildern auf sie ein. Eines Tages gerieten sie in einen Sturm. Das Boot der Eltern kenterte und das arme Fischermädchen blieb alleine zurück. Sie hätte bei ihnen sein sollen. Sie hätte nicht überleben sollen. Hör auf! Schrie sie. Dann spring in den Abgrund. Es ist das Beste, was du tun kannst, rief er. Verstehst du denn nicht, dass es in dieser Welt nichts als Schmerz für dich gibt? Vielleicht hat er recht, dachte sich das Fischermädchen. Es könnte alles bald vorbei sein. Sie konnte kaum noch atmen. Sie hörte weit entfernt jemanden schreien. Und es dauerte, bis sie begriff, dass es ihre Stimme war, die sie da hörte. Sie hörte eine Bewegung unter ihren Füßen. Ihr Floß musste wohl vom Sog erfasst worden sein. Dann soll es wohl so sein, dachte sie sich. Vielleicht könnte sie zumindest noch in ihren letzten Gedanken bei ihren Eltern sein. Sie ließ sich dahin treiben und wartete darauf, dass der Abgrund sie ergriff. Doch plötzlich war da etwas anderes, etwas neben dem Schmerz.
Das Mädchen wollte es zuerst verdrängen, aber dieses Etwas zog und zerrte an ihr und wollte sie nicht loslassen. Eine Melodie, nur hauchzart, aber doch zweifellos wahrnehmbar, wärmend und tröstend. Sie mischte sich zwischen das Chaos aus Lärm und Bildern und schien alles andere verblassen zu lassen. Der Gesang der Sirenen. Das Fischermädchen richtete sich auf. Mit einem Mal hatte der Abgrund seine Wirkung verloren. Die Sirenen! Aber wie ist das möglich? Hörte sie den Fährmann sagen. Er wirkte plötzlich sehr beunruhigt. Hör mir zu, Mädchen! Du bist ein Nichts, ein Niemand! Spring in den Abgrund! Das ist das Beste, was du tun kannst! Nein, sagte das Mädchen. Die Welt ist besser ohne dich dran. Das weißt du ganz genau. Du lügst, sagte sie. Du hast nicht mal einen Namen. Du hast alles aufgegeben. Du kannst nirgendwo mehr hin. Das Mädchen lächelte. Du irrst dich, Fährmann. Ich bin kein Niemand. Ich habe die mächtigen Felsriesen überlistet. Ich habe mich dem fürchterlichen Gift der großen Schlange des Meeres ausgesetzt. Ich habe die schöne Kalypso betört. Sie hörte die Stimmen so laut wie nie zuvor. Und diesmal konnte sie die Worte verstehen. Die Strahlende, so wurde sie genannt. Mein Name ist Faina, sagte sie. Der Fährmann war völlig außer sich. Was redest du da für einen Unsinn? Du sagtest, das Lied der Sirenen führt mich zu meinem sehnlichsten Wunsch. Solange ich sie noch hören kann, gibt es noch etwas, wonach ich mich sehne, sagte Faina. Und solange ich mich noch nach etwas sehnen kann, gibt es noch einen Platz für mich auf dieser Welt. Faina warf einen letzten Blick auf den Abgrund und wandte sich der offenen See zu. Der Fährmann und der Abgrund verschwanden im Nebel, als sie hinaus auf das Meer getrieben wurde. Und auch wenn sie nicht genau wusste, was da draußen auf sie warten würde, wusste sie doch, dass es richtig war. Don't know where I will go.
Am Schlagzeug, Gergely Esse. An der Gitarre, Vanya Rosenthal. Am Klavier, Caro Leubersbeck. Als Erzählerin, Theresa Sulamit. Und an der Technik, Sigi Nemetz. Paola Garcia. Paola Garcia on the bass. Once again, thank you so much for watching. Please consider donating. Thanks again to the Collegium Hungaricum for letting us use this room. I hope you enjoyed it. Follow Paola on all her internet things. Follow me on my internet things and stay safe out there. Take care. Thank you for watching.